Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ja, wir sind heute im Kaminchaos. Gehen wir mal direkt rein und gucken, was hier abgeht, was wir machen müssen. Und ja. Vorab, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen und. Ich würde sagen, let's get it to rumble! Mal Licht anmachen. Und dann geht's los. 3 Kilometer Fahrt. Und los geht's. Also weit ist es auf jeden Fall nicht, glaube ich. Es sind 3 Kilometer. Ich muss echt sagen, also es nervt schon mit dem Kameraden hier. Aber los geht's, würde ich sagen. Da vorne. Da qualmt schon. Oh, das qualmt doch. 1,8 Kilometer und wir sehen den Qualm schon. Also Respekt, also das wird wahrscheinlich ein größeres Feuer, denke ich mal, gehe ich mal von aus. Aber wir geben einfach mal Gas. Okay. Die Stabilität des Gebäudes. Uiuiui. Er scheint größer zu brennen. Aber wir sind ja zum Glück gleich da. Und dann werden wir mal sehen, was hier los ist. Ich würde mal sagen, die Helden des Alltags sind wieder unterwegs. Oh. Okay, alles klar, es ist explodiert. Suchen und retten, ja, werden wir mal schnell machen. Ist keiner drinne. Okay. Ist auch keiner drinne. So, erste. Gut, ich weiß nicht, wie viele Personen. Hier gerade aktuell sind. So, mach den Druckschlauch dran, Junge, und dann gib ihm richtig. Wir müssen vorgehen, aber gewaltig vorgehen. Strom abschalten, dann gehen wir schnell den Strom abschalten. Nein.
Gut, also es sieht natürlich jetzt etwas größer aus, muss man ganz klar sagen. Und wir gucken einfach mal, wie das jetzt hier so wird. Gottes Willen. Irgendwo hier muss der Stromkasten sein. Wir müssen den Strom ausstellen. Strom ist abgeschaltet, sehr schön. Und dann gehen wir jetzt voll in Angriff. Oh, das wird ein brutaler Einsatz hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Hinten brennt's durch. Ah, wir mussten jetzt mal die Tür ein bisschen aufmachen hier, das geht nicht anders. Ich weiß gar nicht, was wir hier alles. Das ist schon heftig. Also, das ist heftig. Der Kamin ist also. So leid es mir tut, das Gebäude ist komplett unbrauchbar. Und das muss man sagen. Jetzt scheint es nur noch von außen. Müssen wir jetzt noch löschen. So wie es aussieht. Naja, dann gehen wir mal kurz gucken, wie es draußen aussieht. Oh ja. Aber drin brennt es trotzdem lichterloh, noch immer. Uiuiui, also das wird ein längerer Einsatz, muss ich sagen.
Also ich habe keine Ahnung wieso, ob das wirklich nur durchs Dach kam, aber... Ah, das ist ein brutales Feuer hier. Also das Haus, bin ich ganz ehrlich, das ist komplett unbrauchbar. Mann, die sollen da... Oh, Leute, nicht da drauf, bitte. Oh, es ist nervig. Ja. Irgendwas entzündet sich hier gerade die ganze Zeit. Irgendwo einen anderen Weg finden. So, wie es aussieht, haben wir das jetzt erstmal im Griff hier. Also ich muss sagen, ich finde es als sehr brutaler Einsatz, muss ich ganz klar sagen. Ja, so wie es aussieht, müssen wir halt aufs Dach. Gut. Dann müssen wir halt zusehen, dass wir aufs Dach kommen.
Dann, ja, gut. Von hier können wir nicht viel erreichen. Mal gucken. Nein. Also das war jetzt natürlich ein Fehlversuch, muss man ganz klar sagen. Das heißt, es muss irgendwo drinne sein, noch. Am Brennen und... Ah, es brennt übelst. Also ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, was das hier für ein Feuer sein soll. So, das Problem ist, es brennt hier noch irgendwo und ich weiß nicht wo, das ist mein Problem. Ich krieg dieses vom Dach, von der Drehleiter aus, hast du nichts gesehen? Und ich muss sagen, ich sehe jetzt auch nicht, wo es was, wo noch was brennt. Also so leid es mir tut, ich kann hier ums Haus laufen da.
Also es muss hier noch was brennen, definitiv, aber... Ich kann euch nicht sagen, wo und was. Das Zimmer ist noch normal. Kinderzimmer. Es brennt hier noch, das hört man ganz klar, aber ich kann nicht sagen, ich weiß nicht, was hier noch brennen soll. Gucken, da ist so eine verschlossene Tür. Eventuell müssen wir die mal aufbrechen. Hier draußen. Also es muss hier oben auf dem Dach brennen, aber wir kommen nicht hoch und nichts. Fitnessraum ist auch noch in Ordnung. Ja, dann... Ja, das wird eine heftige Missionszeit, muss ich ganz klar sagen, aber... Hat der Schläuche drauf... Strahlrohr, Axt. Und Versorgungsschlauch. Mann, wie komme ich denn jetzt in diesen blöden Korb rein hier? Aber auch ein Problem. Ach,
Ach, das ist eine Mission, die ist voll für den Arsch, bin ich ganz ehrlich. Aber meine lieben Freunde, wir sind erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Es ist eine ziemlich lange Folge. Ich werde zusehen, dass ich dieses Feuer noch irgendwie lösche. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Ich meine, es kann nicht immer alles klappen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.